Moin Carsten. Der ist ja auch am Telefonieren, was ist? Ja. Nee, 5K sagst du? Brutto. Ja. Jetzt tun sie also mit den Arbeiten. Ne? Eine türkische Lire oder was willst du haben? Das ist das erste Mal, dass ich hier reinkomme. Ja, alle haben arbeiten, keiner hat das. Und tun die nur so. Der Gallo arbeitet tatsächlich immer. Der einzige Gallo. Die anderen auch, wir arbeiten alle immer. Was ist los? Ja. Uwe, hallo, moin. Tag, Chef. Ja? Alter, wie jetzt? Wie er cool machen will. Was soll der Auto? Wir haben ja Vereinsfest im Januar, ne? Tombola! Nee, ich bin aber nicht wie Udo. Du bist zwar nicht wie Udo, aber das darf nur Udo. Was? Ich möchte Udo hier haben und Udo holt dann ab. Mir ist alles egal. Ich möchte Udo soll hier herkommen und mich persönlich und mir persönlich ins Gesicht lügen. Ne? Soll er dann persönlich ins Gesicht lügen, dass er noch einen Akkubohrhammer braucht, einen Tombola zur Verlosung, dann noch einen Akkuschrauber braucht, noch einen Hämmerkind braucht, auch einen Bohrhammer haben wir, auch noch einen Bosch-Bohrhammer für 4.000 Euro. Ron, also das wäre aber auch ein Träumchen, wenn der bei mir schön in die Garage, schön in den Tombola, schön mit ihm verlosen könnte. Ne? Dann ist so. Aber wieder Tombola nur mit Udo. Tombola nur mit Udo. Ne, weißt du, die riesengrüne Glaskugel, wo alle die ganzen Namen drinstecken. Ne? Und da steht da drin, Wilke, Wilfried, Ron, Udo. Und Udo ist aber 20 Mal drin. Ist verkehrt. Nehmen wir den nächsten. Udo ist verkehrt. Nehmen wir den nächsten. Katastrophe. Ja, ist so. Ah, herrlich. Tombola, ja. Nee, mein Bruder, ich ja nichts hier habe, das weiß ja Wilke. Meine Lager sind leer. Ja, da ist nichts mehr drin. Darf ich ihm durchgucken? Ja, ja. Video letzte Woche, Lager ist voll. Ja. Du mich einfach nur Herbst, jetzt kommen ja wieder die schlechten Zeiten jetzt. Dann machen wir ein bisschen Vorhamstern, ne? Ja, Gas wird teuer. Ja, so eben darum. Und so können wir nochmal eben auf der Straße stehen, die Werkzeuge nochmal eben verkaufen, damit wir noch mit Strom machen. Ja, Money. Das ist so. Ja, 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 das ist so. Das ist wie die war. Ist zu kalt hier, ne? Ja, das ist wie die. Katastrophe. Hast du jetzt einen Kaffee geholt oder nicht? Was ist denn überhaupt los? Die sind ja alle am Arbeiten. Björn am Telefonieren, Carsten am Telefonieren. Ja, heute ist ja auch Freitag. Am meisten sagt die Freitag ist nochmal los, das ist aber Krise. Und Lockes Auto steht draußen, muss er denn? Ja, der muss ja die Firmenflotte sauber machen von den Jungs hier. Diese Dekadenz. Ja. Weißt du, wer noch was bei dir auf der Baustelle wäre? Ja, nun komm, lass mich ab. Schier Timo. Ja, aber Schier Timo. Aber Schier Timo, der ist doch bei euch in der Arbeit. Ja, aber Timo ist Maurer, ne? Was für einer? Da riecht Ron wieder. Noch nicht einmal was in den Wäldern gebaut, aber er ist sauber, das war einer. Hey, der ist ja, der hat Flugzeuganlagen gebaut, Lücker gegraben, Schilder aufgestellt, alles gemacht. Und die Mauer hat sich, oh, ein super Mensch, bist du dir Agent, ne? Musst du dir hier wieder Geld kassieren. Und du weißt doch, jeden Mitarbeiter, den ich dir gebracht habe, immer Qualität. Super Quantität, absolut, die Quantität, die war absolut geil, war die. Ne, das war immer so, dass sie grundsätzlich mal Mode spielen, haben sie wieder ausgeschickt. Ja, so, aber sie haben zu dir gesagt, sie können was. Ja, und das ist nämlich auch noch so, darüber müssen wir auch noch mal eben sprechen. Wieso? Von den entgangenen Gewinn von diesen ganzen Leuten, bei denen wir ja nichts eingebracht haben. Ich aber dir. Du hast meinen Stempel. Der ist ja auch nichts mehr wert. Der ist auch nichts mehr zu holen. Auch alles Ebbe. Hey Ronny, wir haben ein Jahr Vollgas gegeben, wir haben alles gemacht, Ronny, war das nicht eine geile Zahl? Ich sage, ja, war super, 100%. Ja, jetzt kann ich in 10 Jahren auch nichts mehr. Das ist ja, das ist ja heute Sponsoren-OKF und wir haben ja nur einen Sponsor. Das ja, das ist ja klar. Sponsoren, ja, das kriegt ihr fertig. Kaffee to go, ja, bitte. Ja, to go. Und abfahren, raus. Oh. Bist gestern noch Motorrad gefahren? Hast du mal da draußen geguckt gestern? Ich hab dir ja gesagt, es regnet. Es sollte gestern aber nicht regnen, es sollte heute regnen. Hast du jetzt mal da draußen geguckt? Rede nämlich nicht. Du bist mit Auto. Weißt du, hier. Ist doch nicht normal, ey. So eine Scheiße. Also ich war so, ja, ich bin gestern gefahren, bin aber schon nass geworden. Nützt ja alles nichts. Hm. Mhm. Timo guckt übrigens jedes Video von dir. Ist ja bescheuert. Schier.
Ja, du, so muss das ja auch sein. Ne? Ja, aber nicht nur gucken, auch die Produkte kaufen. Ne? Das ist ganz wichtig. Gucken ist gut für Zielen, Produkte kaufen gut für mich. Ja. Oder bist du jetzt ganz clever, gibt es gerade eben fein, Timo Fein Pullover mit. Werbeobjekt. Und da haben wir ja hinten, da ist das Lager ja gefüllt mit. Da kannst du ja hinten durchgehen, dass wir mal gucken, wenn er so auch für die Elefanten nochmal, ne? Und Torben hat geerbt, der wollte auch was hier lassen. Ja, das ist gut. Hier, immer mal eine Erbe. Erst das Geld und dann reden wir über. Ich wollte damit nichts hier lassen, ich wollte fragen. Also wir haben ja eine neue A-Jugend, ne? Oh, jetzt denkt er. Ich gewöhne mich schon mal an meinen neuen Job. Der Firma Föhr. Bei Firma Föhr Pakete parken. Ja, wir sind ja nur kurz spontan vorbei. Ja. Bei dem. Fentrim für ja. Kann ich so nicht mehr lesen. Ich habe den geschrieben. Jetzt Klamottenlager. Andere Lager kommen ja nicht mehr. Da ist ja nichts mehr. Eigentlich ist hier ja Marcel hier unser Schlüsselmeister. Hier, die Türen sind wieder zu mir. Ja, aber die arbeiten tatsächlich. Ja, hier bin ich arbeiten. Hier, wir haben noch einen wie im Rinnensaal in 3XL. Schiehe. Hell Schiehe. So, was haben wir noch? Was brauchen wir noch? Jacken oder was? Ein Bohrhammer. Hier, da hast du aber jetzt, wenn du hier auch noch, da hast du aber das Nonplus unter. Das ist Garn, der abends nur beleuchtet. Satan, so Junge. Hier, da kann ich fallen. Ah, die scheiß Werbung da hinten drauf. Ist top. Du kleine Pissflitze, du, wenn du dank meiner Werbung da hinten drauf, ja, ne? Hast du jetzt mal fast ein Stadion gekriegt. Und ein Marapisser, du ehrlich, das kann ja wohl also nicht wahr sein. Und Video direkt wieder gesperrt. Ja, ist mir scheißegal. So, dann brauchen wir sonst noch. Willst du sonst noch was haben? Pullover hast du ja nicht mehr. Ne, von Rinnensaal nicht, haben wir noch normale, glaube ich. Ne, ist ein Poloschuh. Hier haben wir noch einen 4XL. Haben wir noch ein Tütchen. Wenn wir noch ein Tütchen haben, haben wir noch ein Schälchen. Wenn wir noch ein Schälchen haben. Hier, nimm mal so ein. Hier, alles nehmen oder bei eBay Kleinerzeigen verkaufen. Hier, weil er auch noch eben braucht, weil er ist ja Handwerker aus. Nee, wir brauchen ja nur mal eben hier einen Zollschein. Satan! Ja, sehe ich hier Tom oder was los? Kannst du mal mähen? Kann ich ja nicht. Ja, hier, wenn du was mit zu mäten, dann ist es doch fein. So, ja, die brauchen wir, aber tatsächlich ist es auch ganz komisch, dass Ron, wie viel Zollstöcke und Bleistifte hast du uns mal gesponsert? Hunderte, sind alle weg. Oh. Da sind die weg. Da habt ihr ja auch Reibach mitgemacht. So was? Das ist auch was ganz Wichtiges. Ja, danke. Du bist aber richtig in Geberlaune. Wie ist das denn mit dem Bohrhammer? Das ist ja auch die alte Kollektion, die muss weg. Ich kriege eine neue mehr. Lager ist leer. So, was brauchen wir sonst denn noch? Wir brauchen ehrlich nichts. Wir sind nur Spaß vorbeigekommen. Wir brauchen wirklich nichts. Ja, da weiß man bei Wilfried immer nicht so genau. Was ist denn mit dem Felgenreiniger vom Föhrch? Hast du den noch hier? Wir haben Insektenreiniger. Brauchen und den Multireiniger. Denkt man, den nur Felge sprüht, dann fliegt das Felge weg. Die schmilzt dann so dahin. Ja, brauchen wir hier ein bisschen Insektenferner oder so. Oder Industriereiniger. Brauchen wir Industriereiniger? Hochleistungsreiniger, der kommt doch auf Sachen an. Aber Wolle hat sich gestern gefreut. Der hat mir geschrieben abends, Ronny, danke dafür. Danke. Mit Tränchen in den Augen. Der hat so ein Zittern in der Stimme in seiner Sprachnachricht. Ne? Ronny, danke schön, dass du mich so positiv erwähnt hast. Also müssen wir heute mal wieder rund machen. Ja. Ne? Weil das war ja auch gelogen. Ne? Nur Lügen-Videos. Nur gestellt. Kulissen. Ja. Darsteller. Ne? Das ist auch Schaumstoff, das ganze Werkzeug. Ja, ist es auch. Hier, das sind die Zangen, die Udo immer klaut von der Wehr. Das sollst du doch nicht sagen. Das sind die Zangen, die Udo immer bei der Werft klaut. Ja, das ist auch nur kein Geheimnis. Ne? Das ist kein Geheimnis, das ist ja so. Reine Udo noch so richtig rein. Hier ist meine Abmahnung. Der berühmteste Feuerwehr-Influencer. Ich dachte, du bist im Urlaub. Aber ich würde ja sagen, für die neue Fluglichtanlage. Wicke, es ist jetzt Ladenschluss hier. Wie was? Guck an. Die sind so hell, die Dinger. Das ist der Wahnsinn. Was wir tatsächlich, die können wir tatsächlich gebrauchen. Ja.
Aber sonst brauch ich die Trennscheibe. Wieso sind hier noch Trennscheiben? Hast du nicht welche bestellt? Jetzt mal? Ja, ein Paket habe ich bestellt extra, damit er überhaupt was aufschreiben konnte. Er hat ein Paket bestellt. Guck mal, was er lieber hat. Björn, er hat zu dir gesagt im Video, was soll ich denn mit einem Paket? Das hat er doch gesagt. Hat er der Typ wieder eine Massenmehrung von gemacht. Mal zwei, mal drei, mal vier, 100% Nachlass, bevor er vorher 300% draufkommt. Der Mann. Der Mann. Der gute Mann. Der gute Wolfgang. Was steht gerade bei der Feuerwehr an? Du, gerade war Grundsteinlegung. Der Kran steht. Sponsoren suchen wir auch noch. Sind wir aber dran? Wir haben also ganz gute Angebote bekommen. Also wenn die Feuerwehr, wenn jemand die Feuerwehr sponsern will, wo müssen Sie sich melden? Feuerwehr Oblengen Süd, Instagram, eben eine Nachricht schreiben. Wir haben zwei Leute mittlerweile, die sich um diesen Account kümmern. Weil die, du musst ja nicht mehr, du bist ja jetzt Hauptinfo. Ich bin raus, also ich habe keine Zeit. Ich muss so viel Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Pressesprecher, offiziell. Wieso, wir haben auch einen Pressesprecher, also ja. Oder was? Musst du nicht arbeiten, Björn? Habe ich bis gerade eben, bis du gekommen bist und ich gesehen habe, dass dieses Lager hier, der leer räubert. Wir wollten gar nichts haben. Nee, er hat es ja auch verdient. Timo und Torben wollten sich das unbedingt hier mal angucken. Ich ja, und außerdem muss er ja sowieso wieder noch, der fängt hier jetzt auch an zu arbeiten. Ja, mach eben Sportplatz fertig und dann herkommen. Ja, ist so. Du hast doch schon Trockenbau gemacht, oder nicht? Was machst du denn sonst, außer Sportplatz? Maurer. Das ist gut. Ja, warum ja? Wenn unser Bauunternehmer Montag nicht anfängt, dann kommt er am Dienstag. Wenn unser Bauunternehmer Montag nicht anfängt, dann komme ich zu dem. Ich habe nämlich auch so das arge Gefühl, weil ich habe noch keinen Kran und nichts gesehen. Oder hat das da gerade eben gestanden? Da stand ein Steiger. Ja, da brauchen wir es. Ja, nee. Ja, da hättest du besser eben eine Stunde später gekommen, du Drömel, du. Dann hättest du ja auch schon filmen können. Ja, mache ich auch noch. Hast du gar nicht mal gedacht? Doch, habe ich dir gerade erzählt? Habe ich ihm erzählt. Ja, nachdem du die Steiger gesehen hast. Ist dir eingefallen? Ich vorher schon erzählt. Und ja. Hat zu ihm gesagt, wir müssen sehen, dass wir um 10:45 hier vom Platz waren, sonst müssen wir noch mehr filmen. Ja, genau. Der persönliche Assistent. Oh mein Gott, ich muss doch wieder was dazu noch sagen. Dann schicke ich für die Tombola Udo vorbei. Und dann machen wir mit Udo. Dann machen wir mal eben, weißt du, dann suchen wir das nämlich raus. Alles, was wir da haben will, stellen wir da hin. Und dann sage ich so, Udo, genau das gleiche hast du nochmal Dito, exakt genau dasselbe zu Hause. Und das kannst du jetzt einmal in den Tombola packen. Oder nimm das mit nach Hause und davon zu Hause, das kommt in den Tombola. Ja. Mach immer ein Jahr im Voraus Vorlage. Ja. Bitte festhalten. Bitte festhalten, ja. Nummerieren. Alter, wie klein Wilfried neben dir. Stell dich mal, guck dir das mal durch die Kamera an, wie krass das wirkt. Ja, doch. Nee, du bist ein Viertel von Ron. Viertel von Ron. Vom Gewicht her, ja. Dann hilft doch genau. Doch nicht mehr Mauer ziehen, du Katastrophe. Oh. Was ist denn sonst noch hier? Was ist denn wir brauchen hier? Nichts, wirklich nicht. Ist locker da? Ich kenne dich selber. Nee, brauchen wir nicht. Ach, du ahnst es nicht. Du musst ich habe deine Handynummer nicht mehr, weil ich alles neu habe. Du musst demnächst wieder bei mir vorbeikommen. Nee. Pass auf, es wird nicht. Bei dir muss ich immer umsonst arbeiten. Das stoppt mich. Meine Mieter sind jetzt raus. Oh. Ja, das kannst du dir vorstellen. Das kannst du dir gar nicht mehr erzählen, weil du musst dann den Trockenbomben mitmachen, dann musst du mir den Auftrag geben, weil ich von ihm ja nichts mehr. Ich bin jetzt raus. Nee, ich will bei dem gerade. So, siehst du? Der eine will und kann nicht und der andere kann und will nicht. Ja. Wollt nicht alle die Pfanne hauen, ne? Wieso? Wieso dürfen wir das eigentlich nicht machen? Ich baue das Haus nicht. Achso, baust du gar nicht mehr? Nee. Mein Vater baut das Haus. Ich baue kein Haus. Achso, ja, du baust. Nee. Ich war schon böse. Enttäuscht, wollen wir mal so sagen. Ihr kommt doch zu mir nach Hause. Aber jetzt habe ich dich auch wieder lieb. Ja, aber ihr kommt doch zu mir. Achso, er bezahlt nur. Was machen wir denn, grillen? Nee, das ganze Haus muss doch von innen umgebaut werden. Ach so, ach ja. Aber da habe ich auch schon 100 Mal nachgefragt, ob ihr auch mal kommt, damit wir das mal besprechen können. Da musst du mit Carsten sprechen. Ach so, da bist du also beleidigt, wenn ich mit Carsten spreche. Nee, ich mache eher die größeren Objekte.